Das ist mein zweites oder sogar drittes Bild, das ich mit schwarzen Linsensud beginne. Diese Idee kam spontan, die Acrylfarbe mit ins Bild zu bringen. Und die Farbe, die ich jetzt ausgieße, das ist Acryl mit Wasser gemischt. Und als ich ausgegossen habe, habe ich gemerkt, dass ich dass die Farbe noch zu dickflüssig ist. Die ließ sich ganz schwer mit dem Föhn verteilen. Und dann habe ich versucht, das zu beheben, habe das etwas mit Wasser eingesprüht. Und das hat aber trotzdem nicht den gewünschten Effekt gebracht. Aber ja, so habe ich das dann angenommen und damit das Beste daraus gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass ich viel zu viel Wasser auf meinem Bild habe und habe jetzt mit dem Schwämmchen das verteilt bzw. weggetupft. Und das hier ist nochmal die dritte Schicht, nochmal mein Sud, das ich verteile, und ich denke, dabei bleibt es auch. Dieser Arbeitsgang ist jetzt beendet und das Bild trocken. Jetzt muss diese Schicht versiegelt werden. Das ist ganz wichtig. Und versiegeln kann man nur mit einem Fixaktiv aus der Sprühdose. Hier darf man nicht mit dem Lack irgendwie und Pinsel die Oberfläche feucht machen, sonst löse ich das alles wieder auf. Intuitiv und relativ schnell zeichne ich mein Motiv. Also das ist nur die Linie, die ich da zeichne, und dann werde ich mir das Bild anschauen und gucken, was mir da mein Unterbewusstsein zugeschickt hat. Das Thema war ziemlich schnell klar. Ich habe diese Farben benutzt, dieses Grau, Weiß und Rot. Und das war für mich auf einmal ganz klar der Winter, ukrainische Winter mit Schnee, Matsch und Blut. Jetzt geht es darum, das Gesicht zu betonen, also stärker erscheinen zu lassen, die Muster im Gesicht zu beruhigen. Allerdings habe ich an manchen Stellen diese blutigen Spuren gelassen, um diese schreckliche ukrainische Realität zu zeigen. Es ist kein erfreuliches Bild, aber ich denke, ich als Künstler soll und muss auch solche Bilder malen, weil ja, da gibt es nichts zu beschönigen, und das soll gesehen werden und gefühlt werden, und das ist das, was ich sehe und fühle, und auch ein Heilungsprozess, in dem ich alles das auf
auf Blatt Papier oder hier in meinem Fall auf Tapete hinausfließen lasse. Das erleichtert mich und gilt als Energie, um über diese schwere Zeit hinwegzukommen. Hat dir mein Video gefallen? Ich würde mich sehr freuen auf deine Unterstützung, dass du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du keine weiteren Videos verpasst.